Klingenberger Kalligrafiekurse seit 1992. Kaum zu glauben, aber wahr. Der nächste Kurs, der findet jetzt statt vom 16. bis zum 18. Oktober. Das Ganze ist ein Wochenendseminar. Beginn ist Freitag 18 Uhr. Schluss des Kurses ist Sonntag um 14 Uhr. Das Ganze findet statt in Klingenberg. Klingenberg ist ein Ortsteil von Scharbeutz, inmitten dieser wunderschönen ostholsteinischen Landschaft gelegen. Viele Leute fahren dahin, um Urlaub zu machen oder um ein Wochenende zu verbringen. Wir haben da unseren Kalligrafiekurs. In der Bildungsstätte Klingenberg werden wir rund um die Uhr versorgt. Wir haben dort Unterbringung, Verpflegung und die Seminarräume, alles in einer Institution. Der Kurs hat diesmal zum Thema die gotische Kursive. Wir werden versuchen, eine moderne Form der gotischen Kursive zu erarbeiten. Und zwar werden wir von den historischen Beispielen ausgehend versuchen, eine Form zu finden, die zeitgemäß ist. Diese Schrift lässt sich ja sehr schön schreiben, fließt gut aus der Hand, damit die Einsatzmöglichkeiten vergrößert werden, werden wir die Form ein bisschen modernisieren, sodass sie auch für den heutigen täglichen Gebrauch geeignet ist, diese gotische Kursive. Das wird also das Thema sein. Okay, ich hoffe, wir sehen uns in Klingenberg. Klingenberger Kalligrafiekurse, das Thema des Kurses vom November 2015 heißt eine künstlerische Handschrift. Wir werden uns mit der Motorik des Schreibens beschäftigen. Wir werden sehen, wie man am günstigsten seine Motorik einsetzt, um einen flüssigen Schreibfluss zu erzielen. Die Idee ist, eine Kunstform des Alltags zu finden, sodass jedes kleine Schriftstück, was man anfertigt, auch schon ein kleines Kunstwerk ist. Da werden wir die Elemente aus der Kalligrafie und aus der Handschrift verbinden. Mir kommt das Ganze sehr entgegen. Ich habe früher Sport studiert, der eine oder andere kennt meine Geschichte. Ich bin, bevor ich meine private Musikschule aufgemacht habe, hatte ich ein ganz normales Lehrerstudium gemacht. Eins meiner Fächer war Sport. Die Erfahrung, wie gesagt, aus dem Sportstudium verbunden mit der Kalligrafie. Auf diese Art und Weise bin ich zu meiner neuen Handschrift gekommen. Jeder soll natürlich jetzt seine eigene Handschrift entwickeln, aber wir werden versuchen, die wichtigsten Elemente herauszuarbeiten, die die Grundlage einer guten Motorik bilden. Und wenn die Motorik stimmt, dann wird insbesondere bei einer Handschrift dann auch das Ergebnis gut aussehen. Das wird also das Thema sein. Kurz noch zu Klingenberg. Wir haben dort Unterbringung, Verpflegung und Seminarräume in der Bildungsstätte. Also kein Grund, irgendwo nochmal zum Einkaufen und so weiter zu gehen. Alles finden wir in der Bildungsstätte. Wer Interesse hat, sportlich interessiert ist, vor dem Frühstück am Sonnabend und am Sonntag gibt es eine kleine Joggingrunde, natürlich nur freiwillig. Wer mitmachen will, ist herzlich eingeladen. Ja, ich hoffe, das Thema sagt Ihnen zu und wir sehen uns dann im November in Klingenberg.